Corona. Coronavirus ist für mich schon das Unwort des Jahres. Es wird online so viel über den Coronavirus erzählt und die Medien schlachten das Thema komplett aus. Es gibt Bilder, Videos über Hamsterkäufe. Es gibt über WhatsApp-Nachrichten Themen wie Ausgangssperren und Fake News, die verbreitet werden. Wenn du wissen willst, welche Aussagen wirklich stimmen und welche Aussagen eigentlich nur Panikmache sind, dann schau dir folgendes Video an. Über Social Media, über WhatsApp erreichen mich unglaublich viele Nachrichten und ich möchte gerne 7 Aussagen genau für dich bewerten. Sind sie Mythos oder bittere Realität? Die erste Aussage ist Ausgangssperre. Alle Geschäfte werden geschlossen, du darfst nur noch zu Hause bleiben. Die wichtigsten Geschäfte, wo du Medikamente und Essen bekommst, bleiben natürlich offen. Das darf nicht geschlossen werden, weil sonst einfach gar nicht mehr die Grundversorgung gewährleistet werden kann. Die zweite Aussage ist die, Ibuprofen, Medikamente, gehen auf den Coronavirus so ein, dass sie diese verstärken oder es gibt Medikamente, die diese verhindern können. Was stimmt nun? Die WHO empfiehlt jetzt in einem neuesten Schreiben, Covid-19-Patienten kein Ibuprofen mehr zu geben. Warum gibt es überhaupt eine Aussage, welche Medikamente können Covid verstärken und welche verringern? Es gibt diese Aussage, weil es gibt diesen ACE2-Rezeptor. Das ist ein Rezeptor im Menschen, über den der Virus in den Menschen gelangt. Und wo sitzen die? Natürlich, also die ACE2-Rezeptoren, auf der Lunge und auf dem Herzen. Und das ist sozusagen der Schlüssel, die Tür für den Virus in den Menschen hinein. Und jetzt guckt mal ganz genau, welche Medikamente könnten hier potenziell den Virus unterstützen. Und im Moment sagt die WHO, ja, es könnten aus verschiedenen Gründen Ibuprofen sein, aber es gibt noch ganz andere Medikamente. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil das ist sehr wichtig und entscheidend für dich zu wissen, welche Medikamente können Covid-19 potenziell verstärken. Die dritte Aussage, man kann Corona mehrmals bekommen und das Sterberisiko steigt dabei an. So, also normale Infektion mit einem Virus verläuft so, Virus gelangt in den Körper. Die Antikörper, also die Immunantwort des Körpers, ist so, dass Antikörper dagegen gebildet werden können. Prinzipiell kannst du dir merken, Antikörper werden dagegen gebildet. So, wenn diese Antikörper gebildet werden, dann ist bei einer Zweitinfektion der Körper gewappnet. Das heißt, er kann viel schneller den Virus raustransportieren, wenn der Virus nicht so stark mutiert, dass der Antikörper nicht mehr bindet. So, das ist im Moment nicht der Fall. Stand heute. Im Sommer schwächt das Virus ab. Das ist eine Aussage, die daraus entstanden ist, dadurch, dass SARS im Mai 2004 war das, glaube ich, wesentlich stark abgeflacht hat im Sommer. Das ist aber nur aufgrund des Viruses passiert. Nicht darauf, warum Sommer oder Hitze da ist, weil sonst wäre Australien zum Beispiel gar nicht betroffen. In Australien verbreitet sich das Ganze. Das heißt, jetzt ist entscheidend, mutiert das Virus so, dass es schlimmer wird oder mutiert das Virus so, dass es nicht so schlimm wird. Und das ist eine 50-50-Chance. Und deswegen kann es sein, dass im Sommer Corona kein Thema mehr ist, aber es kann natürlich auch genau anders sein. Babys, Kinder und Schwangere werden nicht infiziert von diesem Virus. Leider schon. Also der Virus macht nicht Halt vor Kindern oder Babys oder Schwangeren. Jedoch ist im Moment eine paradoxe Sache da. Viele, viele Menschen, über 80%, haben zwar den Virus in sich, haben aber kaum Symptome. Und Kinder und starke Leute mit gutem Immunsystem merken das Virus so gut wie gar nicht. Das heißt, Stand heute, wo der Virus noch so ist, wie er ist, also nicht sich durch Mutation verändert hat, dass er letaler wird, ist es so, dass diese Gruppe wie Kinder und, sag ich mal, auch Kleinstkinder gar nicht betroffen sind. Jetzt kannst du dir überlegen, macht es vielleicht Sinn, diese Leute oder diese Kinder sich infizieren zu lassen und hier eine Herdenimmunität zu gewährleisten? Das heißt, bedeutet, dass die schon Antikörper gebildet haben und dadurch die Alten und Schwachen schützen. Das ist eine These, die wird sehr, sehr stark auch jetzt kommuniziert und aber auch wird immer mehr in den Medien kommen. Das wirst du sehen. Der Virus ist über Geld und Pakete übertragbar. Also grundsätzlich ist es so, dass
der Virus, also Coronavirus oder Coronaviren, circa 9 Tage einfach auf den Materialien nachweisbar sind. Aber ob er dadurch übertragen werden kann, grundsätzlich ist gar nicht geklärt. Im Moment ist nur sicher, dass von Mensch zu Mensch die Übertragung stattfindet. Was passiert, wenn der Virus mutiert, kann man nicht sagen. Aber Stand heute nur Übertragung Mensch zu Mensch. Der Virus setzt sich zunächst nur im Hals fest und kann durch gezieltes Gurgeln und Wassertrinken einfach inaktiviert werden, weil man im Endeffekt das Ganze in den Magen spült und da der Virus durch die Magensäure gekillt wird. Also Viren sind RNA. Basiert, sind keine Lebewesen an sich und brauchen einen Wirt zu überleben. Wichtig ist, ein Virus wird nicht einfach durch Wasser oder durch Säure kaputt gemacht, sondern im Endeffekt ist es so, dass er gezielt durch Virustatiker gekillt werden kann oder einfach durch unser Immunsystem raustransportiert wird. Auf welchen Wegen? Das ist unterschiedlich. Meistens über das Blut, über den Stuhl, über den Urin. Aber grundsätzlich ist es gesund, Wasser zu trinken. Grundsätzlich ist es auch gut zu gurgeln, aber gegen den Virus, dass es hilft, den komplett zu verhindern, das ist ganz klarer Mythos. So, wenn du jetzt noch Fragen hast, dann schreib mir die auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir natürlich einen Daumen hoch und gib mir auch gerne ein Abo. Also, bis zum nächsten Mal und bleib gesund, euer Frank.